Leute und herzlich willkommen zurück auf dem Crash Academy Channel. SCB Verse Report steht an und es ist wieder der Special Report, auf jeden Fall. Auf jeden Fall der Special Report. Was hast du anderes erwartet? Was habt ihr anderes erwartet? Denn wir waren auf der Gamescom unterwegs für uns, für euch und haben ganz viel zu berichten. Aber vor allem berichten wir heute über unser Hot Topic, nämlich das CIG-Event und die Präsentation. Ja, es war dann Freitag, der 19. August 2016 im Rahmen der Gamescom, hatte Cloud Imperium Games dann doch noch relativ kurzfristig ein Event angesagt. Und das wollen wir euch heute zusammenfassen. Tatsächlich auch wirklich mit den Highlights. Wenn ihr Interesse habt an dem gesamten Eventbericht, dann schaut mal auf SCB. Die Jungs haben euch schon mal eine ganze Stichpunktliste gemacht und da werden auch noch weitere Event-Erlebnisberichte kommen. Da könnt ihr auf jeden Fall im Detail lesen, aber worum es so grundsätzlich geht, das erfahrt ihr jetzt hier. Ja, und womit begann es? Also, wir standen vor dem Gloria-Theater in Köln und es waren etwa 750 Bäcker. Die Schlange war sehr, sehr lang und den Anfang machte dann, als wir drin waren, Sandy Gardner. Ja, sie hat eine kleine Ansprache gehalten mit einer ganz rührenden, sie war ja auch selber wieder gerührt, Dankesrede an alle Bäcker, an alle, die sie das Spiel, die Mannschaft unterstützen, an alle Volontäre, die mitgearbeitet haben, die dafür gesorgt haben, dass dieses Event überhaupt stattfindet. Und ja, und dann kam auch schon the man of the match, genau. Sozusagen. Chris Roberts, der führte dann durch den Abend. Genau. Und es begann damit, dass er erstmal einen Trailer von der anstehenden Star Citizen Alpha 2.5 zeigt. Die ist aktuell im PTU, kann aber jetzt tatsächlich jeden Tag vom Himmel fallen. Und das war auch seine Ansage damit. Sie wissen noch nicht genau, wann sie live kommt, aber es kann sich jetzt wirklich nur noch um Tage handeln. Und ja, die Inhalte fasste er danach kurz zusammen. Das heißt, die Star Citizen Alpha 2.5 enthält insbesondere eine neue Raumstation, die Grimhack Station. Wir haben ja auch davon schon berichtet, ne? Das heißt, wir erste Piratenstation soll damit ins Verse kommen. Ja, das war ein lange verlassener Minenhub und ist gut versteckt, würde ich sagen. Aber hallo. Ja. Also man sollte einen kleinen Gesuchtstatus haben, um sie überhaupt zu finden. Ja. Denn sie ist, wie gesagt, zwischen den Asteroiden versteckt, um den Mond Jela herum. Genau. Also haltet die Augen offen, wer auch immer von euch einen Gesuchtstatus hat. Genau, da könnt ihr sie dann im Quantum Drive finden. Ansonsten müsst ihr echt eine Weile suchen. Außerdem soll diese Station dann erweitert werden über die noch kommenden Patches. Das heißt, da soll dann zum Beispiel so ein Hacker- und Bounty-Office reinkommen zum Beispiel, dass man da eben wirklich zum Beispiel besondere Aufträge annehmen kann. Neue Shops soll es, glaube ich, geben. Mhm. Und ein Racing-Kiosk soll kommen und dementsprechend dann auch eine Racing-Strecke, die auch durchführt soll tatsächlich durch Grimhack, also das wird auch ganz cool. Ja, und eine Bar wird es übrigens auch natürlich, noch geben, die darf selbstverständlich. Natürlich nicht bei so einem Outlaw-Raumhafen findet ihr dann auch eine Bar. Ja, und von da aus ging es dann auch relativ schnell weiter, nämlich zur Star Citizen Alpha 2.6. Das heißt, die jetzt hoffentlich, so haben sie es auf jeden Fall vermittelt, bis zur Citizen Con im Oktober rauskommen soll. Der nächste große Patch bei Star Citizen. Ja, was ist da drin? Da hatte Chris Roberts sich eigentlich auf zwei Themen fokussiert, und zwar auf Star Marine, da, Jubel, ja, und auf den Arena Commander. Genau. Und bei Star Marine, für alle, die drauf warten, FPS in its finest, sozusagen. Richtig. Die Simulation in der Simulation wird erweitert. Dann gibt es also nicht nur den Arena Commander, sondern auch noch Pew Pew Star Marine als First-Person-Shooter-Simulation im Spiel. Dafür haben sie sich auch wirklich eine komplett eigene Map ausgedacht. Diese wird dann sowohl Bodenkampf-FPS-Features haben, als auch Möglichkeit in 0G-Umgebung sich gegenseitig abzuschießen. Es soll eine teambasierte und taktikorientierte FPS-Experience bieten und eben gerade die Möglichkeit, schnell ins Spiel reinzukommen, schnell gegen andere loszulegen und wirklich diesen, sagen wir, PvP-Aspekt als in der Arena auszuleben. Ne? Und sich auch richtig zu verbessern und ein bisschen zu üben. Genau. Ja, und für den Arena Commander, der wird auch überarbeitet, ganz fleißig. Dort wurden auch verschiedene Sachen überarbeitet.
aber zum Beispiel das Camera Handling, darüber haben sie gesprochen, damit man bessere Aufnahmen und Screenshots machen kann. Darüber freuen wir uns. Cinematics. Dann Kampfverhalten, Flugverhalten, das wird alles verbessert. Ja, er hat extra auch explizit gesagt, Arena Commander hat nicht viel Liebe bekommen in letzter Zeit. Da war das Persistent Universe wirklich im Fokus. Für 2.6 aber soll sich das ändern. Da soll dann wirklich viel überarbeitet werden. Gerade Gameplay-Optimierungen soll es dazu geben. Es soll eine neue Rennstrecke geben für den Racing-Modus. Das ist dann nämlich die Slalom-Rennstrecke rund um Grimhex. Und außerdem soll es dann eben noch eine neue Multiplayer-Deathmatch-Karte geben. Bisher kennen wir Broken Moon und Dying Star aus dem Arena Commander. Da wird dann eine neue dazu kommen. Welche das ist, hat er aber noch nicht verraten. Und sie haben zwei neue Schiffe mit 2.6. Zwei neue Schiffchen. Flight Ready. Ja, Flight Ready, die Herald, der Inforunner. Und außerdem die Hoplite-Variante quasi von der Vanguard. Genau, das ist ein Dropship, das heißt zum schnellen Absetzen von Bodentruppen geeignet. Wie gesagt, eine Variante der Vanguard und diese spielt auch in Squadron 42 eine wichtige Rolle. Deshalb wird sie auch bei 2.6 dann flight-ready werden. Das ist also der große Patch 2.6. Viele freuen sich jetzt nun wirklich sehr darauf, weil endlich Star Marine reinkommt. Inklusive übrigens unserer Marines, die schon ganz sehnlich darauf warten, endlich anfangen können zu trainieren. Und dann ging es zum eigentlichen Highlight des Abends. Und das war natürlich die Präsentation. Und da wurden einfach mal ein paar Patchnummern übersprungen. Es wurde gesagt, es gibt eine neue Patchnummer und wir gehen von 2.7 direkt auf 3.0. Genau. Und im Sinne der Tradition hat Chris auch gleich gesagt, gut, wir machen das wieder zum Ende des Jahres. Er wollte sich nicht auf den 19. Dezember festlegen in dem Fall. Ja. Hat er gesagt, ein größerer Patch wird dann wieder rauskommen mit den neuesten Funktionen und da haben wir eine Wahnsinnspräsentation gesehen mit allen Gameplay-Inhalten, die da möglich sind. Aber hallo. Angefangen mit der prozeduralen Generierung vom Planeten der Technik und wenn man quasi einen Übergang schafft oder Übergang da hat, der fließend ist, also der einfach, du fliegst mit deinem Schiffchen durch die Atmosphäre, ein Feuerschwall kommt dir entgegen und dann bist du schon auf dem Planeten. Genau, das ist dann in dieser Präsentation sehr eindrucksvoll gezeigt worden. Das Frankfurter Studio Foundry 42 Frankfurt hat eben sehr, sehr lange jetzt eben auch an dieser Technologie gearbeitet. Der nahtlose Übergang zwischen Weltraum und Planet, der Eintritt in die Atmosphäre, vollständig begehbare Planeten und Mond Oberflächen. Das heißt, wir kriegen auch später eine ganze Flora und Fauna drumherum geliefert. Aktuell in der V1-Version, die sie uns auf dem Gamescom CIG-Event jetzt gezeigt haben, gibt es das noch nicht. Da gibt es noch sehr, sagen wir, raue Oberflächen. Das ist alles noch nicht ganz fertig. Das sieht man auch. Chris Roberts hat aber dabei angekündigt, dass sie intern schon an der V2 arbeiten, die sie uns dann auf der CitizenCon präsentieren wollen. Und das wird ein großer Inhalt der Alpha 3.0. Da sind wir, wie gesagt, weg von der 2-Punkt-Variante, sondern gehen direkt auf die 3.0 zu. Und das wird auch nicht das Einzige sein, denn all das macht keinen Spaß, wenn man nichts hat, um etwas zu erkunden. Das Stanton-System soll dann da sein. Das Stanton-System. Und da hat er auch alle zum Jubeln gebracht, als dann die Grafik dann auch kam. Genau. Also wie gesagt, bisher ist man ja nur, was heißt nur, aber ist es lediglich möglich, Crusader zu erkunden und zu erkunden, zu begehen und zu erforschen. Dann mit Alpha 3.0 soll es soweit sein, dass das komplette System erkundbar ist. Und dazu gehören Arcorp, Hurston, Microtech und Crusader. Ja. Und auch noch dazu Delamar. Wobei Delamar, man dazu sagen muss, wird jetzt nur temporär sozusagen verfügbar sein oder erkundbar sein, gehört nämlich eigentlich zum Nyx-System und das ist jetzt eigentlich nur damit, weil die Levski-Landezone dort ist. Genau, das ist also wirklich eine temporäre Sache. Die haben einfach mal einen weiteren Planetoiden reingekugelt ins Stanton-System, damit man eben sich diese Levski-Landezone anschauen kann. Die ist nämlich schon vollständig fertig und die wurde dann auch nochmal ganz eindeutig und sehr ausführlich gefeatured in dieser Präsentation. Dazu soll man eben sagen, dass insgesamt auch außerhalb von Planeten und Monden und all das viel zu erleben sein wird im Stanton-System. 30 bis 40 Raumstationen hat er angekündigt, die erkundbar sein werden. Zahlreiche Monde noch dazu, die jeweils um die einzelnen Planeten kreisen und eben Asteroidengürtel. Und ich könnte wetten, gerade so wie ich Todd Pappy, den Design Director, jetzt kennengelernt habe, dass der ganz, ganz viel von diesen Stationen da irgendwo in dieser Asteroidengürtel versteckt und
keinem was davon sagt, genau, wo sie und sind. Und wir müssen sie dann finden. So dann ist es. Dann sitzt er da und freut sich. Ja, oder, oh Scheiße, haben sie gefunden. Ja, ja, genau. Wie schnell geht's? Genau. Wann ist der erste Reddit-Artikel ja da? Das also, ist genau der Spaß. Genau, ne? Und da, das zeigt auch diesen ganzen Spirit, der da irgendwie hintersteckt. Sie sagen, ja, also es soll eine lebende, alternative Realität werden. Ganz viel soll begehbar, erkundbar und möglich sein für uns Spieler. Und das kam halt auch total in der Präsentation ja rüber, ne? Dass du richtig eine hohe Inhaltsdichte halt hast. Exakt diese Inhaltsdichte ist es dann auch, wo es gerade den Unterschied geben soll zwischen anderen Spielen und Star Citizen. Es wird bei Star Citizen nicht Tausende oder Millionen von Systemen und Planeten geben. Das passiert nicht. Aber es gibt riesengroße Systeme, die dann aber so detailliert aufgebaut sind und so wirklich mit kleinster Detailarbeit geschaffen sind, dass es jeweils zu einer eigenen Experience wird, so ein System zu erkunden. Und der Witz ist nicht zwischen immer tausend Systemen hin und her zu springen, sondern wirklich sich Zeit zu nehmen, um diese einzelnen Systeme dann zu erkunden. Und dafür benutzen sie eben nicht nur diese prozedurale Technologie, sondern legen wirklich selber Hand an. Ne? Genau, also die Künstler, die nutzen natürlich erstmal grob die prozedurale Technologie, aber dann setzen sie sich ran und machen das quasi per Hand, also manuell. Ja. Alles wird geguckt und sie entscheiden, okay, da soll jetzt das Bäumchen hin oder da setze ich jetzt noch einen Berg hin und das ist halt genau wirklich mit Liebe gemacht. Und gerade die Übergänge, ja, ne, zwischen den Ökosystemen, die übrigens auch nochmal auf der CitizenCon dann nochmal vorgestellt werden sollen. Wie soll das dann aussehen, wenn Flora und Fauna dann da ist? Ist das auch nochmal ein Preview, was es dann geben wird? Aber sie haben eben, gerade die Übergänge sollen da sehr genau gestaltet werden. Und sie haben dafür Baukästen, das heißt, es ist nicht so, dass sie jetzt alles immer jedes Mal neu zeichnen genau, dafür müssen. Die prozedurale Technik genau, eben, ne? Sondern sie haben wirklich ihre Design-Sheets und Baukästen, es ist alles möglich, aber die Feinabstimmung, die machen sie dann tatsächlich von Hand und deshalb wird es auch alles immer zusammenhängend mit der Lore und der Hintergrundgeschichte von Star Citizen so erzählt, dass man wirklich das Gefühl hat, hier, das ist lebendig, ja, das ist historisch gewachsen, hier ist wirklich mal was passiert, auch bevor man hier angekommen ist und wenn man wieder weg ist, passiert da währenddessen auch weiter, was. Ganz genau. Richtig. Und ja, apropos weitergehen, was machen wir denn eigentlich beruflich, wenn wir da so unterwegs sind? Ja, also was wir machen, ist klar, aber was macht ihr dann? Genau, was macht ihr? Aber Ende des Jahres gibt es die Antwort dafür. Zum Beispiel könnt ihr dann Handel betreiben oder Fracht transportieren, das wäre eine Idee. Oder falls ihr lieber auf die andere Seite wechseln wollt, dann könntet ihr diese Fracht oder diesen Handel unterbrechen und als Pirat tätig werden und das Ganze stören, das Prozedere. Oder natürlich, ihr könnt als Söldner tätig werden und die Frachttransporte beschützen, geleiten, Geleitschutz geben oder dann eben letztendlich als Kopfgeldjäger. Denn wenn es dann Piraten gibt, die irgendeinem Händler die Fracht abnehmen, dann kriegt er seinen Gesuchtstatus und dafür gibt es dann Kopfgeldjäger, die wiederum dafür verantwortlich sind, diesen Piraten zu jagen, die Fracht wieder zu beschaffen und im Zweifel ihn selbst wegsperren zu dürfen. Also all diese Mechaniken sollen dann schon mal reinkommen. Das heißt, wir haben schon erste Berufsbilder da drin. Frachtmechanik und dementsprechend das Handelssystem ist damit schon verknüpft. Und außerdem wird das dann wiederum gerade in Bezug auf Missionen mit weiterer neuer Technologie verbunden, nämlich der Subsumption-Technologie, der künstlichen Intelligenz. Diese soll nämlich in Version 1 dann auch schon enthalten sein. Das heißt, wir haben dann schon NPCs, die da rumrennen und uns Aufträge geben. Ja, und diese NPCs, da haben sie halt auch ganz viel Wert drauf gelegt, dass sie einen normalen oder für uns nachvollziehbaren Tages- und auch Nachtzyklus durchgehen, auch von der Wirtschaft, oder wir werden auch dann mit wirtschaftlichen, ja, Zusammenhängen zu genau tun haben und davon ja auch abhängig sein. Und diese ganzen Storys um die NPCs herum sollen das Ganze natürlich dann auch wieder für uns erlebbarer machen. Genau. Auch das hat man in der Präsentation gesehen. Das Mobiglas wird dann zum Beispiel fähig sein, dass man eben Videonachrichten abspielt. Auch bei der Landeerlaubnis hat man das gesehen, dass unten der kleine Videobildschirm aufging und man dann wirklich mit einem NPC kommuniziert hat, um Landeerlaubnis zu bekommen, in Levski in dem Fall sozusagen. Dann ging es eben auch weiter, dass insgesamt die gesamte Interaktion auf diesem Wirtschaftskreislauf eben aufbaut. Wenn man eine Fabrik hat, dann will die Produktionsgüter haben. Diese wiederum stellt dann eine Mission ein. Man erledigt das, damit ändern sich die Preise auf dem Markt. All das wird dann schon in Anfängen in der Alpha 3.0 drin sein. Und was auch mit dabei sein wird, wird das Itemsystem 2.0. Nämlich
die wirklich kontextsensitive Interaktion mit Objekten und Gegenständen im Spiel. Ja, da könnt ihr zum Beispiel von eurer Hornet die Leiter ausfahren oder auch wieder einfahren, je nachdem. Dann könnt ihr eine Flasche Wasser nehmen, das hat er auch als Beispiel genommen, ne? Oder das war so seine Lieblingsformulierung auch, genau. Die dann wieder abstellen oder im Cockpit ein bisschen die Knöpfe drücken und wie ein richtiger Pilot agieren. Genau. Da schien er auch sehr viel Spaß dran zu haben, sich absolut das bildlich vorzustellen. Das hat man ihm angesehen. Außerdem werdet ihr die Möglichkeit haben, einzelne Ausrüstungsteile zum Beispiel an eure Suits, an eure Kleidungsstücke ranzufügen. Das heißt, ein Waffenslot oder Munition, irgendwas in der Art, ein Jetpack hinten drauf. Es wird natürlich auch die Möglichkeit geben, das mit den Schiffen zu tun. Das heißt, einzelne Komponenten können ausgetauscht und repariert werden, dann direkt im Spiel. Und was sehr wichtig ist und als Basis für alles funktioniert, das ist dann das Star Network 1.0. Das ist der neue Netcode, der mit der Alpha 3.0 eingeführt werden soll. Das heißt, das neue Servernetzwerk mit einem großen Universe-Server, der viele, viele kleine Server unter sich ansteuert und synchron schaltet und ja, was und dann deutlich die Performance verbessern sollte. Das heißt, bis dahin muss man sich unter Umständen noch ein bisschen gedulden. Im Persistent Universe kann es noch zu Framedrops kommen, aber hoffen wir, dass dieses System dann auf jeden Fall gut funktioniert. Und ich glaube, das war auf jeden Fall das Wichtigste an Inhalten. Und jetzt kommen wir nochmal zur Präsentation. Ja, ne? Zur Präsentation müssen wir kommen, denn da wurden natürlich erste Missionen gezeigt. Mhm. Und da schlug das Herz höher. Es war eine einstündige Präsentation, könnt ihr auch nochmal auf YouTube reinschauen, in hoher Qualität nachzuvollziehen, nachzugucken. Und ja, die Mission, wie gesagt, eine Stunde lief das Ganze er führte uns durch die Alpha 3.0-Version von Planet zu Planet. Und genau, von Port Olisar ging es nach Levski, ne, nach Delamar, in den sehr beeindruckenden Eintritt in die Atmosphäre da, ne, mit dem Feuerschweif, den die Freelancer dann zog. Die Interaktion mit einem NPC war unten drin, ne, dieses Synchronschalten mit den... Guckst durch die Scheibe von außen, ist dein Kollege in der Freelancer winkt rein und das alles unabhängig voneinander, aber trotzdem miteinander, also dieses ganze System oder im Schiff selber, wo dann die kleine Dragonfly geklaut wurde, flogen dir die Hammer, die Taschenlampen entgegen. Also die Leichen. Die ja. Ja, auch das passierte. Also es war wirklich sehr, sehr spannend, hochgradig beeindruckend. Gerade das erklärt es dann eben, wie es in Zukunft funktionieren soll. Ihr kriegt eine Mission, die nehmt ihr auf einem Planeten an, fliegt dorthin, dann fliegt ihr von da aus mit euren Kumpels zurück, macht die Mission, dann kommt vielleicht noch ein Story-Twist oder ein Hook, wie dann auch am Ende der Präsentation, ich bin immer noch ein bisschen heiser von der Gamescom, entschuldigt das bitte, die dann irgendwie noch ein Twist, wo dann am Ende dann doch rauskommt, dass du übers Ohr gehauen wurdest oder so weiter. Das heißt, all das beeinflusst wiederum, wie andere Missionen dann ausgehen, wie der Markt sich entwickelt und damit wird für in der Alpha 3.0 der Grundstein gelegt und die Technologie haben sie jetzt zumindest in der V1 schon mal vorgeführt. Das war sehr, sehr beeindruckend. Und vor allem sind diese Missionen sowohl allgemeiner Natur als auch Spieler versus Spieler. Ne? Ja, also das wird dann, glaube ich, nochmal richtig spannend. Ja. Absolut. Was quasi gar nicht erwähnt wurde in der Präsentation und das mit voller Absicht war Squadron 42. Squadron 42 fand tatsächlich keinen Raum in der Gamescom-Präsentation vom CAG-Event. Nein, das wird dann in der CitizenCon weiter ausgeführt und da hat er ja auf jeden Fall gesagt, da wird er was zu präsentieren. Ja, ne? Auf jeden Fall aus LA dann am 9. und 10. Oktober wird dazu dann berichtet und er hat das eigentlich ziemlich eindeutig gesagt, auch in puncto Flora und Fauna. Also darüber werden wir da auf jeden Fall mehr erfahren. Richtig. Und dürfen gespannt sein. Genau. Dann gab es natürlich noch ein Concept-Sale. Kleine Schildkröte. Eine kleine Diamantschildkröte. Genau. Die Terrapin von Anvil Aerospace ist in den Concept-Sale bekommen. Das war übrigens ein Schiff, was ursprünglich mal als Starterschiff gedacht war, jetzt aber sich tatsächlich verändert hat zu einer kleinen echten Panzerschildkröte. Das heißt, für 2 Mann Platz mit einer großen Scanner-Einheit hinten drin zum Erkunden und Erforschen und vor allem dicker Panzerung und ganz dicken Schild. Also das heißt, wirklich Schildkröte passt. Ja, das passt. Für 212 Euro ist sie im Verkauf zurzeit. Genau, mit LTI dementsprechend. Ja. Ist ja ein Konzept-Sale. Genau. Ja. Und ist vielleicht wirklich für den einen oder anderen interessant, der so in die Grenzgebiete will, die unsicher sind. Ja, also
Also zum Beispiel könnt ihr sie dann auch als Kommandozentrale bei größeren Schlachten benutzen. Ja, richtig. Dafür ist sie ganz spannend. Übrigens, alle Backer haben, die auf dem CIG-Event waren, haben so eine kleine Broschüre gekriegt. Ich habe sie hier auch liegen. Kann ich mal kurz aus die Kamera... So, hier gab es dann nämlich so eine Broschüre. Die haben dann auch alle bekommen. Genau. Und selbstverständlich konnte man da ein bisschen sich informieren darüber. Und jetzt aktuell läuft eben dazu der Concept Sale dann gerade. Übrigens, tatsächlich ist es so, dass wir dann noch eine Verlosung dazu haben, nämlich. Das werdet ihr dann gleich beim Livestream erfahren. Hier habt ihr dann übrigens ein paar Unterschriften. Ich glaube, die hat Dosa gesammelt hier. Sehr stolz. Ne? Ja, so ist es, richtig. Also das ist dann auf jeden Fall die Terrapin. Jetzt aktuell im Concept Sale. Außerdem sind weitere Pakete im Verkauf. Das heißt, wir haben insbesondere im Bereich Exploration eine große Auswahl für alle Carrick-Freaks. Die ist jetzt gerade wieder im Verkauf. Das heißt, wenn, dann könnt ihr jetzt zuschlagen und sie jetzt auch nochmal mit LTI euch sichern. Ihr könnt sie auch upgraden, habe ich nachgeguckt. Das heißt, wenn ihr ein Schiff habt und sagt, ich möchte daraus eine Carrick machen, jetzt ist die Möglichkeit. Und ansonsten informiert euch, es sind gerade verschiedenste Packages im Sinne der Gamescom im Verkauf. Und außerdem ein Bodenfahrzeug. Ja, kleine Panzerchen, Ursa Rover für $45 Euro? 54. 54, so rum. 54 Euro. Ja, genau. Zu haben. Mhm. Genau, den sieht man auch in der Präsentation. Ja. Genau. Und dieses kleine Panzer, Radpanzer, der da durch die Gegend fährt, ist jetzt gerade auch nochmal einzeln im Verkauf. Wer übrigens eine Constellation Aquila hat oder ich glaube auch bei einer Carrick ist er dabei. Also das heißt, da braucht ihr jetzt den nicht nochmal extra zu kaufen. Ja, und womit endete dann Chris Roberts? War sehr vielversprechend. Sehr vielversprechend. Soll ich das englische Zitat nennen? Ja, oder mach doch. Das deutsche? Genau. See you in the verse and at CitizenCon, where we've got really cool stuff to show. We will show Squadron 42 at CitizenCon and some other stuff you will really like. Ja. If you thought tonight was good. Dann wartet auf die CitizenCon. Das heißt, wenn ihr der Meinung wart, das war gut, was die da präsentiert haben, dann sollt ihr erstmal auf die CitizenCon warten. Da wird es dann anscheinend noch ein bisschen größer und spektakulärer. Hochgepokert. So ist es. Das wollen wir aber dann uns nicht entgehen lassen. Da werden wir natürlich auch berichten. Wir können natürlich nicht in L.A. sein, leider. Aber wir werden auf jeden Fall dazu natürlich unsere Berichterstattung machen, wenn es denn soweit ist. Jetzt hatten wir auch jedenfalls sehr viel Berichterstattung zur Gamescon, rund um die Gamescom. Und ich glaube, die spannendsten sind auf jeden Fall die Interviews. Die Interviews. Konnten. Und falls ihr noch nicht reingeschaut habt, also es sind auch schon alle online. Genau. Unter anderem mit Chris Roberts, Sandy Gardner, Brian Chambers und Todd Pepe. Ja, richtig. Letzterer ist übrigens Design Director von Cloud Imperium Games, sitzt in Foundry 42 Frankfurt. Sehr, sehr spannendes Interview, kann ich euch nur sagen. Sehr detailreich. Sehr detailreich. Genau, absolut. Er hat sehr viel Spaß gehabt, mit uns zu reden. Auch mit Brian Chambers war es sehr, sehr spannend. Also schaut mal rein, die sind jetzt im Original auf dem Channel. Die wissen wir noch. Wir werden aber dazu jetzt im Laufe der nächsten Tage noch Voice-Over machen. Sobald meine Stimme wieder ein bisschen ordentlich geradeaus klingt, werde ich euch das nochmal deutsch vertonen und du dann Sandy, ne? Dass wir auf jeden Fall, dass ihr nochmal alle Infos habt. Aber unsere Jungs bei SCB waren auch schon fleißig und tatsächlich die ersten Transkripte und Übersetzungen, das heißt das vollständige Interview dann in Textform, findet ihr jetzt auch schon bei SCB. Dort findet ihr auch nochmal eine Liste von allen Interviews, die wir geführt haben. War aber nicht das Einzige, was wir parallel produziert haben. Wir haben auch ein bisschen Spaß gehabt und selber gespielt auf der Gamescom. In verschiedenen Hallen waren wir unterwegs, von Retro Gaming bis, ich muss immer an Dosa denken. In dem Omen-Share, ne? Omen-Share. Ja, so Rocket es. League. Ja. Da müsst ihr auf jeden Fall reinschauen. Das war der Hammer. Genau. Vlogs ist also das Stichwort. Ja. Da haben wir einige von euch gemacht. Aktuell sind 3 online. Anreise, ne? Genau. Und Anreise, Tag 1 und 2. Genau, dann Tag 3 kommt noch. Und dann haben wir noch das CIG-Event, so rum, es sind zu viele Events gerade, das CIG-Event noch einmal als Vlog für euch eingefangen. Das heißt, die werden jetzt in den nächsten Tagen noch dazukommen. Schaut mal rein, es ist wirklich lustig und sehr, sehr nett geworden. Wir hatten auf jeden Fall einen Mordspaß, auch wenn wir danach alle nicht mehr sprechen konnten und halb taub waren. Aber es war total irre und wir freuen uns auf jeden Fall darauf, das immer weiterzumachen und auch weiter bei der nächsten Gamescom entsprechend aufzulegen. Dafür haben wir noch ein Wrap-Up und das ist dann wirklich kommenden Donnerstag, nämlich der Livestream, 20.15 Uhr auf Twitch, Let's Crash. Und da sind wir dann alle dabei, alle die, also das komplette Team, was jetzt auf der Gamescom war und
wollen wir natürlich mit euch plaudern. So ist es. Wir wollen mit euch plaudern. Ihr könnt Fragen stellen. Wir können versuchen, euch direkt Sachen zu beantworten. Auch außerhalb der Interviews hatten wir viel die Möglichkeit, noch mit den Developern zu sprechen. Auch ganz speziellen aus dem QA-Team zum Beispiel. Wir können also bestimmt ein paar Fragen noch beantworten, die jetzt nicht im Interview kamen. Und wir werden natürlich auch Sachen verlosen und euch dann an ein paar Goodies auch teilhaben lassen. Unter anderem wird es zum Beispiel eine dieser Terrapin-Broschüren geben für jemanden, der nicht auf der Gamescom oder auf dem CAG-Event selber war. Brauchst dich jetzt nicht zu verstecken. Du bist wirklich besser als aus als das Raumschiff. Genau. Gut, ja, also das merkt euch. Donnerstag, 20.15 Uhr, Livestream, live auf Twitch mit Let's Crash, das ganze Crash Academy Gamescom-Team. Ja, und dann haben wir natürlich noch Interaction. Dann haben wir Interaction. Und was könnte die Frage sein? Vielleicht, wie fandet ihr denn die CIG-Präsentation? Ja, klar, was sollen wir fragen? Also lasst euch wissen, was ihr gut fandet. Aber schreibt auch gerne mal bei der Umfrage auf Google Plus unter die Kommentare, was euch besonders gut gefallen hat, was euer vielleicht auch ein bisschen skeptisch noch seht. Guckt euch das an und stimmt ab. Das ist auf jeden Fall für uns immer ganz, ganz spannend, wie ihr so dazu steht. Ja, und damit sind wir durch eigentlich. Sind wir durch, aber wir wollen uns gerne noch bedanken. Ja. Bei allen Unterstützern, also sei es vom Equipment, Photomonkey für die Kamera. Hier, ja, das war wirklich ganz großes Kino im wahrsten Sinne des Wortes. Ja, wir konnten damit super umgehen und wir freuen uns sehr, sehr, wenn wir das nächste Mal wieder machen können oder am besten Fall du bitte noch mitkommst als Kameramann. Aber das waren nicht die einzigen. Nein, Nexfilm, auch für Kamera und Ton. Vielen Dank an dieser Stelle. Ja, super auch Angebot an gekriegt. Ja, das war super. Genau. Und zuletzt, aber not least, unsere Spender und Patrons. Genau. Und allen Unterstützern, die uns auch auf der Gamescom zahlreich angesprochen haben. Und darüber haben wir uns riesig gefreut, über euer Feedback. Aber und also das war irgendwie total, es hat uns echt geflasht, wie ihr darauf reagiert und dass es euch so gefällt, was wir hier machen. Und dann würde ich sagen, machen wir das so weiter und noch so viel mehr. Und genau. Aber hallo, ja, das gab einen großen Motivationsschub. Also wirklich nicht nur an die Leute, die uns bei Patreon unterstützen. Das war eine ganz tolle Sache. Das ermöglicht solche Reisen auch in diesem Umfang. Aber auch ihr ganzen Viewer da draußen mit all euren Kommentaren, mit eurem Lob, mit eurer auch wirklich konstruktiven Kritik, mit euren Ideen, all das hat uns wirklich großen Spaß gemacht, auch direkt live auf der Gamescom, auf dem CIG-Event zu erleben. Wir haben irre viele Selfies gemacht und haben uns ganz viel mit Leuten unterhalten können. Also von da aus wirklich Chapeau an euch da draußen. Vielen, vielen Dank. Bleibt dran, bleibt uns gewogen. Abonniert natürlich den Channel weiterhin, wenn ihr noch nicht Abonnent seid und bleibt up to date, was Star Citizen angeht. Schreibt weiter Kommentare, liked, disliked unsere Episoden, damit wir euer Feedback auf jeden Fall kriegen. Und am Ende ist es natürlich so, wenn ihr uns direkt als YouTube-Creator für Star Citizen unterstützen wollt, dann geht doch mal auf unser Patreon-Profil. Vielleicht findet ihr da was, was euch interessiert. In diesem Sinne, ab nächste Woche machen wir dann wieder ein normaleres Programm, glaube ich. Aber das war ein schöner Wrap-up jetzt für den Verse Report hier. Ja, noch so viel zu erzählen. Aber könnt ihr jetzt auch noch stundenlang weitererzählen. Stundenlang. So ist es. Aber wie gesagt, schaltet am Donnerstag beim Livestream ein. Da werdet ihr sicherlich aus vielen Perspektiven noch viele Impressionen bekommen. Und auch ein paar Bilder haben wir da auch für euch bereitgestellt. Auf jeden Fall. Ne? In diesem Sinne verabschieden sich bis zum nächsten Mal Cecilia und Sawyer mit einem gemeinsamen See you on the flight deck!